Will. Also dieser Staat, es nennt sich auch christlich, dann würde ich doch denken, dass der Grundsatz der Demut gewahrt werden muss. Und der Grundsatz des Islam lautet aber Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und hier kann ich nicht so recht klarkommen damit. Ist Das war ein vielleicht nicht, weil ich christlicher ein Spruch, Buch ne? lese. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Steht im Alten Testament, steht im Genau, Alten kein Testament, um islamisches. es jetzt ganz klar zu sagen. Darauf können sich alle möglichen Religionen berufen. Das steht nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Altes Testament. Aber wir als Christen, das sagt ja schon die Bezeichnung Christ, folgen dem Neuen Testament mehr. Und das ist die Lehre Jesu. Und die besagt, Demut schlägt sich einmal auf die eine Wange, dann haltet die andere auch hin. Gut, dann sind wir jetzt bei der Frage, wie weit können wir in Demut diese Sicherheitsprobleme tatsächlich angehen? Oder wie viel Demut sollten wir vielleicht doch gerade haben, wenn jetzt auch verschärfte Gesetze erlassen werden, Herr Friedmünkler? Also Frau Mehnert, nicht da in der Nähe der Frauenkirche steht ja der Reformator Dr. Martin Luther, der uns versucht hat klarzumachen, dass die Welt nicht nach dem Evangelium regiert werden kann. Das heißt, mit Demut kann eine Elite von Leuten, die bereit ist, sehr viel hinzunehmen, die eine hohe Martyriumsqualität hat, agieren. Aber das ist nicht ausweitbar für alle. Deswegen hat Luther zwischen dem Gesetz und dem Evangelium deutlich unterschieden. Und das ist ja auch eigentlich der Kerngedanke des Protestantismus in politischer Hinsicht. Sie haben sicher recht, Toleranz ist sozusagen nicht unbedingt der erste Wert der Demokratie, denn Toleranz heißt, dass einer über etwas verfügt und der andere nicht verfügt. Toleranz ist eigentlich eine Herrschaftsbezeichnung. Ich toleriere etwas bei einem anderen, also bin ich der Herr des Geschehens. Und ich sage ihm, bis wohin er gehen kann und wo seine Grenzen sind. Und wenn er diese Grenzen überschreitet, dann ist das zu Ende. Deswegen würde ich gar nicht so gerne über Toleranz sprechen, sondern eher über die Formel, wie sie Immanuel Kant ins Gespräch gebracht hat. Bis zu welchem Punkt kann meine Freiheit mit der Freiheit eines anderen zusammen bestehen? Und seine Lösung ist, sie müssen zusammen bestehen können in der Formulierung eines allgemeinen Gesetzes. Und dann erst würde ich Toleranz ins Spiel bringen, sozusagen in der Frage, wie kann man das fein tarieren, wie kann man das im Einzelnen austarieren. Ich würde Toleranz nicht so hochstellen, denn dann diktiert letzten Endes immer eine Mehrheit über eine Minderheit. Aber in einem Rechtsstaat ist das eigentlich in allgemeinen Formeln und Normen gefasst. Da sind wir jetzt bei der zentralen Frage, die Frank Reginald Eberts in seiner E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de aufgeworfen hat. Geht es bei diesen Idealen Europas, die wir also in unserer Fragestellung jetzt, Kampf gegen den Terror, verrät Europa seine Ideale, geht es bei diesen Idealen Europas um christliche Ideale oder die der Aufklärung und des Humanismus? Das fragt Frank Reginald Eberts und ich frage Erfried Münkler, oder es ist eine Mischung aus allem, wie sich unsere heutigen europäischen Werte zusammensetzen. Ja, das ist ein schwieriger Punkt. Ich meine, ich habe ja von Hause aus die politische Ideengeschichte an der Humboldt-Universität zu pflegen. Und da zeigt sich dann, dass in einer bestimmten Situation Aufklärung und Humanismus gegen christliche Praxis und christliche Herrschaftsstrukturen stand. Weil wir hatten einmal eine heilige römische Inquisition. Die Behörde haben wir heute noch im Vatikan, wenn auch unter anderem Namen, aber bei uns sind Hexen und Ketzer verbannt Richtig, worden. richtig. Es waren also weniger gewissermaßen die christlichen Werte als christliche Werte, als die Organisationsstruktur und ein Machtapparat, gegen die Voltaire zerschmettert, die infame und mit solchen Formeln angetreten ist. Blickt man nur auf die Werte, kann man sagen, die Werte des Humanismus und der Aufklärung lassen sich durchaus auch in ein durch die historische Bibelkritik hindurchgegangenes Christentum hinein betrachten. Und das ist vielleicht die Differenz zum Islam, dass ich dort nie so etwas wie eine historische Korankritik und eine Aufklärung jedenfalls massiv durchgesetzt hat, so dass man hier es leichter hat, als Fundamentalist zu agieren und auch Überzeugungskraft auszustrahlen, wenn man sich einfach nur auf den Text
des Koran bezieht. Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass es auch in den beiden anderen monotheistischen Buchreligionen, also im Judentum und im Christentum, fundamentalistische Gruppierungen gibt, die sich unmittelbar auf den Text berufen und in ihrer ganzen Naivität sagen, es steht aber geschrieben und dann damit auftreten. Klaus Schmidt aus Gießen hat die 00800-2254-2254 unsere Nummer angewählt. Guten Morgen, Herr Schmidt. Ja, schönen guten Morgen, hallo. Also die Produktionsart und Weise hat schon immer eben jetzt zur Revolution auf dieser Erde geführt, mit 1850 der Industrialisierung und jetzt, was wir momentan erleben, mit der Deindustrialisierung, unter anderem in Frankreich. Diese Deindustrialisierung führte eben jetzt dazu, dass die Arbeiter für die Spannmeile, das Banlieue, gegründet wurde und gebaut wurde, langzeitarbeitslos wurden und seit 1980 Jugendunruhen dort stattfinden und jetzt 2015 zu Charlie Hebdo und der Pariser Terror-Serie um das Fußball-Länderspiel gipfelten. Das heißt, wenn wir das jetzt mal wach wahrnehmen und diese Attentate verhindern wollen, dann müssen wir eben jetzt die Konsequenz dieser Deindustrialisierung, die jetzt ja bei uns in diese Produktions 4.0-Idee hineinmündet, kritisch angucken. Und da bin ich nicht der Meinung, die heute schon geäußert wurden, dass das nicht schnell möglich ist, sondern wir können eben jetzt über die Transaktionssteuer in Europa Gelder eben freimachen, die ein bedingtes Bürgergeld ermöglichen, ein bedingtes Bürgergeld in Höhe von 1.500 Euros. Also das heißt also ein Grundeinkommen, das jeder europäische Bürger bekäme, Herr Schmidt, verstehen Sie da richtig? Jeder europäische Bürger bekäme und dafür dann 3 Stunden fürs Gemeinwohl zu arbeiten hat. Wir haben genügend Arbeit, die nicht organisiert wird, weil der Kapitalismus keine Gelder freisetzt für diese Arbeit. Okay, jetzt. Wir können und wir müssen das auch nicht nur in Europa eben jetzt sozusagen einführen, sondern wir müssen dafür kämpfen, jetzt beginnen politisch dafür kämpfen, dass in der UN-Vollversammlung diese Transaktionssteuer und weiterführend eine Weltwährungsreform diskutiert wird. Okay. Herr Schmidt, jetzt möchte ich aber doch an Annette Riedel, danke, ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt, nach Gießen. Annette Riedel, das sind ja nun Gedanken, Ideen, die ganz weit in die Zukunft zurückgreifen und wo wir uns auch vorstellen können, wirklich, wenn es um die europäischen Ideale, über die wir jetzt reden, und nochmal, das ist nicht nur die Freiheit, das ist auch die Gleichheit und die Brüderlichkeit. Wann kommt irgendwann in Brüssel wieder der Zeitpunkt, wo auch so weite Visionen für die Zukunft entwickelt werden und nicht nur daran gedacht wird, wie können wir jetzt ganz konkret Terrorismus bekämpfen? Also da geht es um Ursachenforschung dann ja auch ein bisschen. Ja, also ich denke, wir fußen auf die von Ihnen nochmal genannten Werte. Das ist die Raison d'être, das ist das Gründungsmoment, Sinn und Zweck der Europäischen Union, auch wenn wir sie nicht andauernd praktisch wiederholen können und sie nicht andauernd beim Namen nennen können und uns auf die Stirn schreiben, sind sie einfach da. Und ich denke, bei allem, was wir jetzt tun und lassen im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem Phänomen des Terrors, müssen wir uns diese genannten Ideale immer auch wieder vor Augen führen. Und es gehört natürlich auch dazu, dass die EU gegründet wurde, um der Strategie des maximalen nationalen Vorteils etwas entgegenzusetzen. Und da sieht man nicht nur im Zusammenhang mit der Terrordebatte, sondern vielleicht mehr noch im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, dass wir an diesem Ideal noch wirklich arbeiten müssen. Ich möchte noch einen Punkt anführen, auch in Reaktion auf das, was Herr Schmidt gesagt hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir tatsächlich das Terrorproblem so hart
wie es ist, so grausam, wie es zuschlägt in Europa, dass wir dieses Terrorphänomen nicht nur in Europa haben. Es sind jetzt gerade Zahlen rausgekommen, dass die Todesfälle durch Terrorismus 2014 um 80% gegenüber dem Vorjahr 2013 gestiegen sind. Über 32.000 Menschen sind zu Tode gekommen. Aber 78% aller Todesfälle und 57% aller Angriffe von Terroristen konzentrieren sich auf Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan und Syrien und keinesfalls auf europäische Länder. Und gestern haben wir es in Mali erlebt. Und gestern haben wir es in Mali erlebt. Ich würde gerne nochmal auf die Frage des Grundeinkommens als Lösung des Problems zurückkommen. Nicht? Terrorismusdebatten, Sicherheitsdebatten zeichnen sich dadurch aus, dass allerhand Fragen, die in ganz anderen Zusammenhang stehen, da nun eingemischt werden. Hier kann man sagen, ein solches Grundeinkommen würde im Prinzip die Sprengsätze innerhalb der Europäischen Union dramatisch verstärken, weil 1.000 Euro für 3 Stunden gemeinnützige Arbeit wären in Deutschland kein Punkt. Aber in den mitteleuropäischen Ländern würde das die Gesellschaft völlig destruieren. Heißt, was lernen wir daraus? Solche wunderschönen Projekte wie uneingeschränktes oder auch beschränktes Grundeinkommen sind im Prinzip Projekte, die an starke nationale Grenzen gebunden sind. Und in dem Augenblick, wo wir gerade daran arbeiten, Grenzen niedriger zu machen, und zwar nicht nur innerhalb des Euroverbunds, sondern auch nach außen hin, ist das völlig dysfunktional. Heißt, wer für Grundeinkommen ist, muss im Prinzip auch für starke Grenzsicherungen sein. Wer beides zusammen haben will, hat Politik nicht auf dem Schirm.